Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer hustenden Mondbasis. Mensch, da starten wir direkt mit einer Verbrühung. Das fängt ja gut an. Bogus, wo hat's dich erwischt? Gute Frage. Ja, Bogus war der, der hier oben unterwegs war. Ich weiß es nicht. Irgendwo hat sie ihn auf jeden Fall erwischt. Ja, keine Ahnung. Sollte auf jeden Fall so ganz häufig nicht mehr passieren hier. Ich wüsste nämlich ehrlich gesagt nicht wo. Vielleicht bei diesem Magmatit hier mit 74 Grad, aber tendenziell auch unwahrscheinlich. Gut, was machen wir heute? Unsere Rakete ist gleich zurück. Dann werden wir die nochmal ein bisschen umrüsten, aufrüsten und dann fliegen wir wieder zu unserem Frostplaneten und machen da so den nächsten Schritt. Ja, das werden wir machen. Nebenbei wie immer hier ein bisschen weiter pflanzen. Der ist jetzt eingepflanzt, sehr gut. Dann können wir da wieder weiter zerlegen. Ihr habt mir übrigens wieder was dazu geschrieben, zu dem Plan, das Ganze hier unten vielleicht offen zu lassen. Ich, keine Ahnung, wir werden einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt, wie das funktionieren wird und dann entscheiden wir dann. Ich mag gerade weder das eine noch das andere ausschließen. So, können wir das machen. Dann graben wir auch das alles aus, das können wir nämlich von hier unten aus. Erstmal ist die Tür noch geschlossen. Ne, die müssen wir jetzt schließen. Weil jetzt gleich kommen. Wieso ist denn hier? Leiterkabelbrücke defekt. Oh. Dann sind zwei Toiletten wohl doch eine zu wenig. Wir bauen noch eine. Dann ist nur die Frage, reichen die zwei Handdesinfizierer? Vermutlich schon. Weil da gehen die eigentlich recht flott durch. Oh. Ich denke, es hätte vielleicht auch schon gereicht, wenn wir die Toiletten auf 8 gestellt haben. Das machen wir jetzt mal. So. Okay, ich glaube... Nee, doch noch nicht. Aber jeden Moment, ne? So, da ist sie. Tommy Tom, lassen wir dich vielleicht sogar noch ein bisschen hier drin. Warum eigentlich nicht? Du hast ja alles, was du brauchst. So, dann zerlegen wir die Skulptur. Bärenmatsch. Das stelle ich mal höher. Das stellen wir sogar noch höher. Das Bärenmatsch, der wir haben, hierher gebracht wird. Dann können wir hier einen zweiten Kantinentisch reinbauen. Und ich würde sagen, wir zerlegen die beiden. Dann kann ich mir auch ein zweites Bett hier rein.
Ach, 200 Kilogramm, ja, die haben wir nicht ganz. Aber die wird es gleich geben, sobald wir nämlich hier die Tür wieder öffnen können, weil sie es abgekühlt hat. Noch können wir das nicht. Ganze noch ein bisschen schneller. Also jetzt nicht für diese Variante müssen wir so warten, bis abgekühlt ist, aber für die nächste Landung bauen wir hier auch noch mal einen hin, weil wir sehen schon recht deutlich, wie flott das hier ging und wie langsam das hier ging. Ja, da sind es noch 100 Grad. Es ist noch ein bisschen zu warm. Aber wir können schon mal den Auftrag geben, dass wir das Ding zerlegen. Habe ich das jetzt richtig gestellt? Ja. So, dann machen wir eine zweite Person, die mitfliegt. Das kann im Grunde jeder sein, weil wir brauchen ja nur einen Pilot. Wen wählen wir denn mal dafür aus? Am besten jemand. Die wäre, glaube ich, perfekt. Graben bauen. Ja. Entscheidung ist schon gefallen. Version Nummer 2 ist die. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja. So, dann noch eine Sache. Die. So, dazwischen bauen wir dann jetzt ein Trailblazer-Modul, ja. Was haben wir denn? Ich habe garantiert Eisen mitgenommen. Falls ich das nicht gemacht habe, haben wir, glaube ich, schon ein Problem. Eisen, okay. So, was wir ebenfalls noch hier reinbauen können. Danke dafür die Erinnerung. Ich muss sie nur unter Möbel, glaube ich, ne? Pixel Pack. Okay, können wir überall da bauen, wo keine Türen oder sowas sind. Da geht es auch und da nicht. Glas brauchen wir dafür. Haben wir denn so viel Glas? Doch sicherlich nicht. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass wir dafür Glas brauchen. Aber das können wir ja auch einfach herstellen. Glas ist ja jetzt nicht so unfassbar anspruchsvoll. Hier oben ist es sowieso kühl. Das packen wir mal an den Stromkreis mit dran mit den Solarmodulen. Und so, wir müssten irgendwo eine Flüssigkeit in der Nähe haben. Petroleum.
glaube, da kommen wir gar nicht ran, so. Petroleum können wir hier rausklemmen. Mokin, Mokin ist wo? Hier, okay. Alles gut. Hat Mokin dann auch die Prioritäten? Das Aufräumen oder? Gehört das zur Bedienung? Nee. Ich habe es garantiert schon wieder überlesen. Das muss doch eigentlich beim Aufräumen dabei sein. Lager leeren, wischen, desinfizieren, reparieren, Reparaturen. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur, dass es gemacht wird. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen mehr darf es noch sein. Dann stellen wir hier ein Glas ein. Ich mach mal 25, machen wir mal 50. Wie viel Petroleum werden wir brauchen? Lassen es erstmal gut sein. Wenn das nicht schnell genug abkühlt, wir können immer noch Wasser nachkippen. Was nachkippen. Nicht Wasser nachkippen. So, läuft das Ganze, oder? Ist Magmatit das falsch? Ja, ist alles gut. Das Glas kühlt schnell ab. Petroleum kühlt halbwegs schnell auf. Also ich klemmt nochmal doch noch ein bisschen mehr frei. Ja. Mukin kann das Ding ja einfach nochmal ein bisschen quellen. Auch das hochgestellt. Essen ist jetzt 83.000 da. Ja, Oxylit. Gut, bis wir 1847 Kilogramm Oxylit verbraucht haben, da wird auch ein bisschen Zeit vergehen, aber was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, ist das hier. Okay. Gebaut. Das Material ist da, aber na gut.
Das Glas wird auch direkt verbraucht. Direkt, ja, ist ja auch logisch. Wenn ein Produktionsgang 25 Kilogramm sind, die sind halt in 0, nichts erledigt. Verbraucht, meine ich, was wir da hergestellt haben. Warten aktuell darauf jetzt noch, dass das umgebaut wird. Muss das unbedingt fertig sein? Nö, eigentlich nicht. Wir könnten theoretisch losfliegen. So, stopp. Nein, können wir natürlich nicht. Was noch? Also wir haben hier alles, was wir brauchen, um hier einmal... Na, wir haben hier überhaupt keinen Sauerstoff. Hier ist was, damit wir uns hier schnell runtergraben. Hier ist nicht viel Sauerstoff drin. Ja, es gibt halt kein Zurück, ne? Ne, wir ändern den Plan. Ich wollte ein bisschen mehr riskieren, aber das ist mir dann doch ein bisschen des Guten zu viel so rum. Wir schicken erstmal einen Rover hin. Ich baue das kurz um und dann sehen wir uns wieder. Ja, jetzt sind wir fast startklar. Ich habe nur eine klitzekleine Kleinigkeit vergessen, weil es ist kein Wunder, dass in unserem Oxidizer-Tank nicht mehr Oxylit drin ist, weil der automatische Räumer wurde noch gar nicht gebaut. Ja, ne? Das kann halt nicht so ganz gut funktionieren. Jetzt sind wir aber startklar. gut, wir stellen das Ganze hier jetzt auf die Kuh ein. Ich habe da hier schon mal einen Schlafplatz auch zugeordnet. Tommy Tom hat seinen ja sowieso, außerdem für beide einen Platz zum Frühstücken. Ja, da kommt das schon mal angeklettert. Sehr gut, dann stellen wir das so ein, dass da niemand mehr raus darf. Das ist übrigens nicht sehr förderlich, fällt mir gerade mal so ein. Da eine manuelle Bedienung zulassen, die holen nämlich das Oxylit hier ab und packen es da wieder rein. Das bringt ja dann gar nichts. So, das Ziel habe ich schon ausgewählt. Ja, dann können wir loslegen. Perfekt, das öffnet jetzt direkt unsere beiden Sensoren hier. Grad, oh mein Gott. Ja, wir sind unterwegs. Das dauert jetzt wieder 3 Zyklen. Boah, lange. Okay, Glas haben wir jetzt. Ja, doch nicht so viel. Ein bisschen mehr. Eine Sache habe ich gerade schon angefangen, und zwar ist uns der Stromkreis hier ständig um die Ohren geflogen, weil wir hier 7 Solarmodule hatten, die auf eine Ladung aufladen. Das kann natürlich auch nicht funktionieren. Deshalb legen wir jetzt von dort oben nochmal eine zweite Leitung runter. So. Das ist aber auch ein Kuddelmuddel hier. Ich würde dann ja fast mal sagen, wir bauen das hier um. So, machen den beiden eine 8. Schnell gebaut werden und dann kommt der dorthin.
an den großen Transformator, der wiederum mit starkem Leiterkabel daran kommt. So, die bitte zuerst bauen. Erledigt. Okay, in die Bereiche, die wir hin müssen, ist es schon wieder abgekühlt. Wir können öffnen. Auch noch was umbauen, und zwar, ich glaube, auf Travial war es. Jetzt weiß ich es auch wieder. Man sieht nämlich schon, teilweise wird das CO2 wieder hier zu einem größeren Problem. Und deswegen machen wir dort eine Gasbrücke hin, schnibbeln es da auf und machen hier eine Gasbrücke hin. Dorthin können wir hier weiter hochgehen. Hier weiter hoch. Und jetzt müssen wir eben schauen, wo wir lang kommen. Glaube ich am einfachsten, wenn wir noch weiter hochgehen, und zwar da, wo wir einfach lang können. Dann geht's hier rum. Das ist ein ganz schöner Hindernisparcours. So, dann gehen wir hier hoch. Da. Und weg. Und warum wir das machen, ist eigentlich ganz simpel. Damit wir einfach überflüssiges CO2, was wir weder in die Tanks packen können, noch durch unseren Teleporter durchschicken können, schicken es einfach hier raus Richtung Weltall. Dann ist es weg, weil gerade der Petroleumgenerator, wenn der läuft, der haut schon einiges raus an CO2. Und ja, ist er gerade noch viel schlimmer aus als jetzt. Und das kriegen wir so in den Griff, und wir haben sowieso gerade ein bisschen Zeit gehabt. Da ist auch eingepflanzt. Es gibt übrigens eine Mod, mit der man das Einpflanzverhalten der Pips verändern kann. Ich bin sehr am Überlegen, ob ich mir die nicht vielleicht doch installiere. Ich glaube, das kann schon ein bisschen helfen. Noch 1,7. Können wir denn noch zwischen... Oh, wir können hier mal reinschauen. Einen schicken Anzug. Ich hoffe, dass den die Hatches nicht auch auffuttern. Den würde ich fast liegen lassen für einen der beiden, die gerade mit der Rakete unterwegs sind, wenn die wiederkommen. Die freuen sich da bestimmt. Erde. Na gut.
Das ist jetzt nicht das Schlimmste, was uns hier passieren konnte. Wir müssen für Dai noch Bärenmatsch erlauben. Das wäre schon eher ein Problem geworden. Ach, wir sind schon rechts. Okay. So. Lass es dir schmecken. Achso, das wollte ich ja auch noch ein bisschen weiterführen. Ja, das wird noch einige Sauereien wahrscheinlich gerade geben, bis die soweit sind. So, wo wird das Oxylit jetzt hin? Achso. Müsste im Grunde... Ja, ich musste mich nochmal schnell muten. Da war wieder ein starker Hustenreiz. Das muss ja gerade nicht sein, dass ihr euch das anhört. Gut, Wartezeiten kann man immer gut überbrücken mit hier hinschauen, da hinschauen. Dritte Toilette hier ist fertig. Achso, genau, das wollte ich mir ja nochmal anschauen, genau. Ich war nämlich schon der Meinung, wir hatten zwar hier unfassbar viel Sauerstoff, aber der ist, glaube ich, nicht mehr da. Der ist tatsächlich verbraucht, sodass wir hier nicht nur das bauen, was wir hier gebaut haben, sondern... müssen das machen danach. So. Und dann da ein Kanisterabfüller hin für Sauerstoff, weil sonst kriegen wir die nie gefüllt. Ich war nämlich immer davon ausgegangen, dass hier noch Sauerstoff rumsteht, aber dem ist scheinbar nicht so. Ich weiß nicht, wo der geblieben ist, weil das waren irgendwie 1700 Kilo oder so. Möglicherweise alles weg. Der Teil hier ist gebaut. Bis da, jetzt geht es da weiter, aber da kommen wir ja auch hin. Plus hier auch. Die beiden hier haben das schon ganz gut im Griff, ne? Wie klappt das hier mit dem Wasser? Denke auch gut. Leert sich sogar jetzt langsam unser Tank. Auffangbecken. Gut, wir müssen jeden Moment da sein. 0,3 Zyklen. Jetzt nicht ganz so jeden Moment, wie ich dachte, aber... ganz weg. Ja, nächstes Mal werden wir eure Toilette vorher überprüfen.
Oh je. Na komm, wir wischen nochmal. So, wir sind da. Wir können das Rover-Modul landen lassen. Das mache ich jetzt mal hier an der... Ja, da. So, es hat geklappt. Dann schicken wir dich jetzt auf direktem Weg wieder zurück nach Mulia. Petroleumlandeplatz. Los geht's. Und wir können uns hier jetzt zum ersten Mal ein bisschen umschauen. Also wir haben hier tatsächlich Sauerstoff. Das ist schon mal gut. Aber außer Eisen und viel Kälte. Ein bisschen Essen. Gibt's hier auch noch nicht so viel Spektakuläres zu entdecken. So, wir müssen hier auf jeden Fall... Ach, Granit kannst du schon wieder nicht beibuddeln, aber du kannst sicherlich die Lager leeren, oder? Aber nicht mehr die... Kapsel zerstören. Okay. Seit wann ist das so? Okay, wir haben jetzt 600 Kilogramm Eisen. Kommen wir auch nicht durch. Ja, das Blöde ist jetzt gerade, wir kriegen ja auch nirgendwo Material, mit dem wir bauen können. Das heißt, der Rover bringt uns hier gar nichts. Es hat ja wieder richtig was gebracht. Ich meine, er bringt uns schon was, weil er uns dann nützlich sein wird, wenn wir einen Duplikanten auch herunterschicken. So richtig viel bringt das alle nicht. Nur Granit plus hier unten ist Sandstein, aber da kommen wir ja nicht hin. Naja, was wir vielleicht machen können, das werden wir jetzt mal austesten. Wir fangen dort an zu buddeln. Machen danach den. Dann den. Dann kommt das alles weg und dann plumpsen wir. Stopp. Wir machen vielleicht erst noch den.
Da kommst du noch rüber, aber du kommst da eigentlich nicht mehr rüber. Wenn du da gleich rüberspringst, dann hast du gecheatet. Okay. Sehr gut, hast du nicht gemacht. So. Jetzt können wir hier das nochmal ausgraben. Geht das nicht? Aber dann müsste hier ja vielleicht gleich noch ein bisschen Eisen entstehen. Vielleicht wäre schlauer gewesen, ich hätte schon hier ein bisschen runtergegraben erst noch. Sauereien wische ich gleich auf. So, ich muss jetzt mal nur mal eben schauen, wie wir hier durchkommen könnten. So, nee, das geht ja gar nicht. Da gibt es nur den Weg nach oben. Nach unten ist keine Chance. Na, wobei, wenn du hier noch mal wieder nach oben kommst, und das müsste ja, glaube ich, so gehen, darauf, darauf und darüber, ja. Okay, so kommen wir hier noch mal wieder raus, das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich, wenn der gleich noch mal was ausspuckt, was hoffentlich der Fall ist, dann haben wir nämlich genug Eisen, um schon mal das Material zumindest dahin zu bringen, wo wir es hinbringen müssen. So, du kannst jetzt das ausgraben, dann... Schnee, der fällt nach. Ja. Mehr bringt dann gleich nichts. Okay, außer dass wir hier unten noch ein bisschen mehr sehen können. Bringt uns das gar nicht. Gut, es muss ein Plan entstehen. Ich werde drüber nachdenken. Ich glaube, dass dieser Plan beinhalten wird, dass wir heißt es jetzt, dass wir in unsere Rakete Schutzanzüge bestellen, reinbauen müssen, nicht bestellen müssen. Ich kann die ja bestellen bei Krillo, der baut die dann da rein, ne? Ja, ja, irgendwie so wird es laufen müssen, weil wir werden nicht, so komme ich da ja auch hin, wir werden nicht hierher fliegen in den Orbit, den Duplikanten runterschießen. Der wird nicht so schnell die Landeplattform bauen können. Plus die Leitern, die erforderlich sind. Bevor ihm der Sauerstoff ausgeht. Der muss mit einem Schutzanzug hier runter. Das wird nicht anders gehen. Ja. Achso, jetzt kommen wir natürlich hier. Das müssen wir auch noch mal kurz... überdenken. So, wir kommen dahin, wir kommen dahin und kommen wir dahin. Weil sonst würden wir an die 200 Kilogramm Eisen nicht rankommen. Also wir könnten noch einfach. Ja, das ist ja einfacher. Den da oben zerlegen, dann fällt das auch runter. Ja, irgendwie so in der Art muss es laufen. Also wenn ihr noch eine Idee habt, wie wir es sonst noch machen können, ne, haut raus. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten, ja, lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald, euer Krillo. Tschüss.